Es ist der 24.12. Wie kann man sich nicht selber ein bisschen, ja, beschenken? Mit ein paar saftigen Packs für mich, für euch. Wir hoffen, wir ziehen was Gutes. Let's go! Falls du noch günstige FIFA Points, Coins, PSN-Cards oder Xbox-Cards brauchst, schaut bei meinem Sponsor IG Force vorbei und mit dem Code SMAXY bekommt ihr einen richtig fetten Rabatt. Link dazu in der Videobeschreibung. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zum allerersten Video am 24.12. Es ist Weihnachten und ich hoffe natürlich, ihr verbringt den Tag mit der Familie. Ich hoffe, ihr werdet euch das Video vielleicht auch erst am 25. angucken oder einfach dann, wenn ihr einfach gerade kurz vorm Kaffee trinken seid, kurz vorm Abendessen oder sonstiges. Genießt heute den Tag. Ich wünsche euch allen persönlich fröhliche Weihnachten, viele Geschenke und einen echt schönen Tag mit eurer Familie. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Und wir starten heute rein mit dem ersten Video. Ich hoffe, dass ich irgendwie es noch schaffe, heute noch das zweite Video zu bringen. Das wird ein 100k-Special werden, wo ihr auch was gewinnen könnt, was relativ cool ist, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, wie ich es schaffen werde. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Heute werden wir weitermachen mit dem SBC-Experiment. Und Jungs, mich hat es einfach zu sehr in den Fingern gejuckt. Wir sind hier auf dem SBC-Account. Und wir werden heute die Footmas SBCs, die jetzt bis jetzt rausgekommen sind, alle ziehen. Dazu werden wir noch 4 bis 5 SBC machen oder SBC-Teams machen, wo wir auch nochmal richtig gute Packs bekommen. Und wir hoffen einfach auf ein bisschen Packluck. Wenn euch das Video gefällt, wenn ihr schöne Weihnachten mir wünschen wollt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. MMOGA unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Falls ihr gerade ein paar PSN-Karten oder FIFA-Points braucht, ja, zu Weihnachten euch selber was gönnen wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne über meinen Link tun. Und jetzt starten wir direkt mal rein. Ihr seht schon, wir haben 18 Verkäufe. Das liegt einfach daran, es hätten alle verkauft werden können, alle Spieler. Aber ich habe jeden einzelnen Spieler für 1500 draufgestellt, überteuert. Beziehungsweise 1400 und hab gehofft, dass wir so noch ein bisschen mehr Gewinn machen. Klick ist für 13k weggegangen. Platten hat auch eins für die Kosten eigentlich niemals so viel. Ja, wir hatten hier noch einen André Sidney, die hatte ich auch noch mit drauf und die habe ich auch noch verkauft. Den Rest stellen wir dann immer wieder drauf. Wir haben zum Glück eben relativ viele Coins noch übrig, weil wir relativ gutes Packluck auf diesem Account hatten. Und deswegen sind wir bei 173.000 Münzen, hatten 210.000. Haben aber natürlich noch nicht mal ansatzweise alles verkauft. Also werden ungefähr bei 230.000, 240.000 Münzen rauskommen und wollen natürlich hoffen, dass wir heute mit den ganzen Packs, die wir hier ziehen werden, ein bisschen Gewinn machen. Ja, wir fangen an, Eredivisie, wir fangen an mit SBC-Team Nummer 1, Premium-Goldspieler-Set für Ajax Amsterdam. Da habe ich natürlich alle Teams wieder so gekauft. Ihr seht natürlich auch, wie viel ich sie oder für wie viel ich sie gekauft habe. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr jetzt schon zum Beispiel Bescherung hattet, was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Was habt ihr euch gewünscht? Oder, ja, oder was habt ihr euren Eltern geschenkt oder was oder wie habt ihr den Tag überstanden? Was gab es bei euch zum Mittag? Was gab es bei euch zum Abendbrot? Gibt es da bei euch irgendwelche Sachen, die ihr eben jedes Jahr traditionell macht? Ja? Nächstes Pack ist dann Benfica Lissabon. Auch hier nochmal ein 25k Pack, was wir hier rausbekommen werden. Chardel, Lopez haben wir am Start, Luisao, Feisa, Zivkovic, wir haben Rafa, Philippe Augusto, Jimenez und Gabriel. Die senden wir natürlich auch ab. Wieso auch nicht? Wir machen weiter mit dem 45k Pack, was wir bekommen, und zwar vom FC Porto. Auch hier Prime Gold Spieler Set, richtig, richtig gut. Sa 1200, Pereira, Felipe haben wir, Hernani, Pereira, Herrera, Corona, Otavio, Torres, Soares und Marega. Und damit können wir auch diese Challenge abschließen. Das geht auf jeden Fall auch in Ordnung. Und wir machen weiter. Ich glaube, mit der letzten haben wir russische Liga irgendwas gemacht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir sind nur in die Super League gegangen, und zwar zu Galatasaray Istanbul. Und auch hier bekommen wir nochmal ein Prime Electrum Spieler Set. Wir haben bezahlt Muslera 750, Derdiok hat mal, Maikong 1,6, Fernando 800, 700 für Inan, Donk 1,5, 750 für Fegudi, Rodriguez 3500 Münzen. Der ist extrem teuer gewesen, fragt mich nicht warum. 700 und 800 für Gomez jetzt hier nochmal, und damit senden wir auch diese Challenge ab. Na, ich bin gespannt, was wir ziehen werden. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, Jungs, ja, weil das sind echt keine schlechten Packs. Ja, wir können noch mal ganz kurz reingehen, ob wir hier schon irgendwas gemacht haben. Nein, da gehen wir dann wahrscheinlich in den nächsten Episoden dann darauf rein, auf diese Spieler. Wir haben insgesamt 13 Packs zur Verfügung und wollen natürlich was Gutes ziehen. Wir starten rein mit den ganzen Sachen, die wir hier haben, und das sieht richtig, richtig gut aus. Die Packs sind auf jeden Fall ein bisschen was wert. Silberset haben wir durch eine Wochenaufgabe bekommen, das ziehen wir alles allererstes. Also hier 3-4 Schlitze wären schon nicht ganz so übel. Ja, und jetzt vielleicht zum Start direkt mal ein Lille-Spieler.
Leider nicht, es wird Sepul Veda werden. Sagt mir persönlich nichts, wir speichern natürlich alles im Verein. Was haben wir noch am Start? Polnische Liga und portugiesische Liga, vielleicht ist der ein bisschen was wert. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die ganzen Trikots werden wahrscheinlich nicht viel wert sein, deswegen stoßen wir das Ganze ab. Und wir machen weiter mit den Jumbo Gold Sets. Ja, 15K-Sets, die aber leider keine 15K-Sets sind, weil es sind keine Seedlin-Seltenen, sondern nur 3 Seltenen. Und deswegen bekommen wir auch hier einen Non-Rare, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir da richtig, richtig gute Sachen ziehen werden. Ne? Mal gucken, ja, weil vor allen Dingen sehr, sehr viele Spieler auch einfach relativ viel wert sind, auch Non-Rare-Spieler, Non-Rare-Gold-Spieler, durch die täglichen SBCs, durch andere SBCs, also da können wir auf jeden Fall ganz guten Profit rausschlagen. Ne? Guilherme haben wir hier als Duplikat am Start, West Bromwich, Trikot und sonstiges wird nichts weiter wert sein, deswegen stoßen wir das Ganze ab. Jumbo Gold-Set Nummer 2. Ja, leider kein Jumbo Premium-Gold-Set, kriegen wir hier ein Zelten, auch hier Non-Rare, ich hab's euch gesagt. Da kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass da was richtig, richtig Gutes kommt. Ja, aber wir haben ja noch richtig geile Packs wie 45k-Packs, wie 35k-Packs. Alle bei uns natürlich mit noch am Start. Wir nehmen natürlich das hier alles mit. Ihr kennt das ganze Prinzip. Und wir machen weiter mit den nächsten Packs, die wir zur Verfügung haben. Wir müssen mal gucken. Wir haben 2 Mega-Sets, Premium-Gold-Spieler-Sets haben wir insgesamt 4 Stück. 2 Prime-Gold-Spieler-Sets, ein Prime-Elektrum-Spieler-Set und ein seltenes Elektrum-Spieler-Set. Wir fangen an mit dem Prime-Elektrum-Spieler-Set. Hybrid 12 Spieler, 6 Gold, 6 Silber, 6 Seltene und es wird keine Leinwand werden. Schade, schade. Aber es wird ein Deutscher werden. Linksverteidiger, das wird Schmelzer vom Borussia Dortmund. Vielleicht ist der noch ein bisschen was wert, kann ich mir persönlich nicht so unbedingt vorstellen. Palinja haben wir, Krifa, Bogui haben wir am Start. Was liegt es an den Silberspielern? Ja, die sind leider keine gute Liga. Ja, also da kriegt man wahrscheinlich nicht unbedingt viel zurück. Wir machen weiter mit den Premium-Gold-Spieler-Sets. Davon haben wir 4 Stück, bis jetzt noch keine Leinwand gesehen. Vielleicht haben wir jetzt Pack-Luck. Pack Nummer 1 und auch das wird kein Leinwand-Pack. Komm schon, wir müssen uns ein bisschen zu Weihnachten selber beglücken. Ja, Mario Götze, der nächste Dortmund-Spieler. Ich hätte nichts gegen Aubameyang, ey. Hätte ich wirklich persönlich nichts dagegen. Und Schürrle ist auch noch drin und Durm. Ein Triple Perfect Link habe ich auch nicht so oft gesehen in dem Pack. Aber okay, der BVB ist relativ oft vertreten. Vielleicht haben wir Glück und Aubameyang kommt noch. Ja, wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Kostet, glaube ich, 120k. Und auch hier gibt es keine Leinwand. Bei uns hat es gerade geklingelt. Sorry dafür. Wir bekommen Linksverteidiger. Diesmal von Villarreal Costa. Und auch der wird nichts weiter wert sein. Ja, die Packs sind bis jetzt noch nicht so optimal. Kappa, Dante haben wir mit am Start. Kein Lille-Spieler. Melbourne City nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Wurde ja gehandelt in den letzten Top-Partien, dass sie vielleicht kommen könnten. Sind sie am Ende nicht. Drittes Premium-Gold-Spieler-Set. Let's go. Ja, wir haben noch ein paar Packs. Und die Hoffnung ist da, dass wir mal einen Schlitz ziehen. Aber auch das dritte 25k-Set. Das muss man sich mal vorstellen. Ist nichts, was gut ist. Außer, ja, wir hätten Dembele jetzt gezogen. Thielemans vom AS Monaco, auch er ist, glaube ich, nicht mehr sonderlich viel wert. Kostet nicht viel. Koke haben wir mit am Start. Die BVB-Spieler nehmen ab. Ah, Jungs, 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 das muss was werden. Ja, ich bin heiß drauf. Ich bin heiß, dass wir hier was Gutes ziehen. Wir machen weiter. Premium-Gold-Spieler-Set noch 6 Packs. 3-4 Leinwände wollte ich haben. Bis jetzt kam noch nichts raus. Vielleicht jetzt mal. Jetzt kommt die erste Leinwand. Komm schon, gib uns was Gutes. Ich habe vorhin zu meinem Mitbewohner gesagt, Ronaldo auf Ansage. Aber das wird leider nur Sommer werden. 83 Gesamtrating kostet ungefähr 2000 Münzen. Ja, nehmen wir mit, aber ist halt nichts Überragendes. Hier sind wir wieder bei den BVB-Spielern. Das ist auf jeden Fall nicht ganz so schlecht. Eredivisie, Twente, Enschede. Auch der Ligen-SBC zwar benutzbar, ob er was wert ist, kann ich euch nicht sagen. Prime-Gold-Spieler-Set, 2 Mega-Sets. Wir machen weiter. Seltenes Elektrum-Spieler-Set kostet 30k, deswegen ziehen wir das als erstes, danach die 35k-Packs und dann die Prime-Gold-Spieler-Sets. Komm schon, EA. Komm schon, er gibt uns den Schützen. Das ist eine Inform. Und wir wissen genau, Suarez oder auch Mackay Steven ist in diesem Team der Woche drin. 78er Mackay Steven ist am Start. Okay, er bringt wenigstens noch 10.000, 15.000 Münzen. Das ist in Ordnung. Special Card. Und jetzt sind schon wieder 2 Dortmund-Spieler drin. Piszczek und Weigel. Also das ist langsam ein bisschen merkwürdig. Ja, da ziehen wir fast die komplette Mannschaft vom BVB, aber die richtig guten wie Sokratis, wie Aubameyang bleiben dann aus. Aber wir haben noch 4 Packs, 2 Leinwände hat man, Back-to-Back war's, vielleicht nochmal ein Back-to-Back-to-Back-Schlitz. Ich bin gespannt, 35k-Set, das sollte eigentlich eine Leinwand drin sein, so sieht's aus. Dritte Leinwand,
Komm schon, gib uns was Gutes. Deutschland. Oh nein, ich habe gedacht, mit Reus habe ich schon gerechnet. Aber Reus ist ja LM. Oh mein Gott, wir ziehen Julian Draxler, der ja auch eine Foodmess-Karte bekommen hat, die richtig gut eigentlich aussieht, leider auch LF war, aber Draxler geht in Ordnung. Und natürlich ziehen wir wieder einen BVB-Spieler. Bürki ist am Start. Ja, jetzt haben wir schon die zwei Schweizer Torhüter, die einen Schlitz haben, aus der Bundesliga gezogen. Also der BVB, der verfolgt uns und wir wollen jetzt Aubameyang ziehen. Wir haben noch drei Packs übrig, drei Schlitze hat man, aber bis jetzt war noch kein richtiger Kracher dabei. Vielleicht haben wir Glück. Wir haben noch drei Packs. Komm, Megaset Nummer 2. Ich bin gespannt, was wir drin haben. Wer hat eine? Schlitz muss kommen. Schlitz kommt. Vierter Schlitz hintereinander. Kommt schon, EA. Bring uns was Gutes. Frankreich. Ah, das ist Laporte. Das ist Laporte. Ich habe schon mit Varane oder Koscielny gerechnet, aber Laporte geht in Ordnung. Ich glaube, den braucht man vielleicht sogar für Koscielny. Keine Ahnung. Bin ich überfragt. Wäre eine gute Möglichkeit. Diesmal kein BVB-Spieler. Okay. Aber der vierte Schlitz hintereinander und das ist nicht schlecht. Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung, plus der Kracher fehlt eben, wie ich es vor uns schon erwähnt habe. Wir haben noch 245 K-Packs, da kann alles mögliche drin sein. Wir lassen uns überraschen. Ja, vorletztes Pack zum Abschluss von Weihnachten und zum Start von Weihnachten. Ich bin gespannt, Prime Gold Spieler Set, let's go, auf geht's, komm schon. Fünfter Schlitz hintereinander, wir wollen jetzt hier den fünften Schlitz sehen. EA lädt lange. Das bedeutet Suarez, Neymar, Ronaldo, Messi, irgendeiner ist im Pack. Ich bin gespannt, nächste Leinwand ist da. Kein Inform, also wird es Messi oder Ronaldo werden. Argentinien stimmt. Es wird Banega. Ja, es wird dann doch Banega. Argentinien hat gestimmt, die Liga hat gestimmt. Ja, Position und Rating ist dann vielleicht nicht ganz so optimal gewesen. Ne? Was haben wir noch drin? Forsberg haben wir noch mit am Start als dritten, also als zweiten 83er. Hier mit drinne, Saint-Étienne haben wir noch mit dabei. Und einen Lille-Spieler haben wir zwar, Mike Reed, aber das ist glaube ich der günstigste, weil er einfach ein Goldspieler ist. Die Silberspieler sind ja unfassbar viel wert. Jetzt haben wir noch das letzte Pack, Prime-Goldspieler-Set, auf unser Weihnachtsgeschenk. Komm, wir machen uns jetzt persönlich selber nochmal ein Weihnachtsgeschenk. Komm schon, 6 Schlitze hintereinander ist da. Ich bin gespannt, es ist der 6. Schlitz. Komm schon, mach uns das Weihnachtsgeschenk, EA. Deutschland, IV. Und er lädt nicht länger und es wird Mustafi. Er lädt nicht länger und es wird Mustafi. Ah, Jungs, Jungs, Jungs. Ich meine, 6 Schlitze hintereinander ist nicht schlecht. Aber das Packlack fehlt trotzdem. Ja, keiner über 85, keiner, der richtig, richtig viel wert ist. Und natürlich ziehen wir noch Kagawa. Ja, alle bis auf, Aubameyang, den wir hier gezogen haben. Ah, ist natürlich ganz, ganz bitter. Ist ganz, ganz bitter, aber denke ich mal, wir kriegen definitiv noch was richtig Gutes raus. Promosets sind im Übrigen draußen, da guck mal ganz kurz rein. Vielleicht haben wir da irgendwas Cooles noch mit am Start. 50 K-Packs sind sogar am Start. Wow, 10 Stück sogar. Und wir gucken mal ganz kurz noch in den Verein rein. Dann gehen wir jetzt mal einfach nur auf Bundesliga. Ja, wir gehen einfach mal nur auf Bundesliga und gehen auf Dortmund. Ja, seht ihr, guckt euch an, was wir alles an BVB-Spielern gezogen haben. Ja, bis auf Reus und Aubameyang, die zwei, die am wertvollsten sind, haben wir gefühlt jeden gezogen. Fast eine komplette Mannschaft. Aber gut, ja, müssen wir damit leben. Ich wünsche euch trotzdem auf jeden Fall einen wunderschönen Weihnachtstag. Ja, einen wunderschönen Tag mit der Familie. Ich hoffe, dass ich irgendwie das 100k-Special noch rausballern werde. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Damit könnt ihr rechnen. Ich habe morgen bis 11.30 Uhr Zeit, das fertig zu machen. Dann bin ich einfach gespannt, ob ich es wirklich schaffe. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr schöne Weihnachten hattet, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank für ein absolut geiles Jahr 2017. 2018 rockt man natürlich weiter. Und damit bin ich raus. Immer smart und sexy bleiben. Euer Chris und...